Wir übertragen aus dem Bankdorfstadion in Bern das Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft zwischen Deutschland und Ungarn. Reporter ist Herbert Zimmermann. Deutschland im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam. Und das wir dem Fußballverstand unserer Spieler und der Vollkommenheit ihres Spiels verdanken. Und dieses Spiel hier hat bereits vor einer Minute mit 7 Minuten Frühzündung begonnen. Und der erste Angriff brandet gegen das ungarische Tor, aber der Angriff verpufft. Heute ist wichtig, dass wir in jeder Sekunde am Ball bleiben und dass ich Ihnen nur ganz schnell zwischendurch die Mannschaftsaufstellung sagen darf. Ungarn mit Grosic im Tor, Budzanski, Lantos in der Verteidigung, Bocic, Laurent, Zacharias im Lauf, Sturm, Zibor rechts außen, Kosic, Hidekuti, Puskas, der Major ist wieder dabei und Todd links außen. Angriff auf das ungarische Tor, über das Tor hinweg. Ein Kopfball von Morlock und Grosic reißt die Fäuste hoch. Ich glaubte, eine Ecke erkannt zu haben, viele Zuschauer auch. Aber Schiedsrichter Link aus England, übrigens der gleiche Schiedsrichter, der unser 3:8 gegen Ungarn in Basel pfiff, entscheidet auf Abstoß. Deutschland also mit Turek aus Düsseldorf im Tor, Posipal aus Hamburg und Kohlmeier aus Kaiserslautern in der Verteidigung. Die Läuferreihe der Deutschen mit Eckel und Liebrich aus Kaiserslautern und May aus Fürth. Der Sturm mit Rahn auf rechts außen, aus Essen ist er. Halb rechts Morlock Nürnberg, dann die beiden Brüder Walter aus Kaiserslautern und Schäfer aus Köln. Und Maxel Morlock, unser Halbrechter, führt den Ball in die gegnerische Hälfte hinein, gibt zu Rahn. Rahn zu Ottmar, der zu Morlock, ungünstiger Schusswinkel, Angriff vom linken Verteidiger der Ungarn von Land.